Ja, und willkommen zu meinem Video. Entschuldigt, falls ich echt müde wirke, aber ich bin's auch wirklich. Oh, diese ganze Rumräumerei ist anstrengend. Also, Zimmerupdate. Wir sind jetzt so weit, dass das Zimmer so weit nur noch das Zeug drin hat, was eben noch nicht rausräumbar war. Also Mamas Riesenkiste, die praktisch ist, aber auch irgendwie unpraktisch, weil da sind wir uns uneinig und uneins, weil auf der einen Seite ist da alles, was Mama braucht drin und sie will da drauf dann irgendwann Wäsche falten. Auf der anderen Seite finde ich die Kiste sowas von hässlich. Also wirklich, die ist furchtbar. Und die ganze Zeit da stehen zu haben, ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Ich denke eher, dass ich da so einen Tisch oder irgendwie sowas besser fände. Oder eine andere Kiste, die wenigstens optisch was hermacht. Weil nur einen Überwurf drüber schmeißen, finde ich etwas wenig, wenn ich so drüber nachdenke im Nachgang. Oh, aber das sind noch so Sachen, also da haben wir jetzt das Problem, dass meine Mom, die hat vor Jahren diese Kisten bauen lassen, die Kisten des Horrors, wie ich sie genannt habe. Es sind zwei Stück, eine ist bereits bei meiner Großmutter oben. Und eine ist hier unten, aber mir wäre es lieber, wenn beide bei meiner Oma sind, weil ganz ehrlich, ich mag die nicht. Und ja, jetzt ist die Frage, wenn ich die dann, also meine Oma mag die nämlich auch nicht. Die findet die genauso furchtbar. Jeder, den ich kenne, außer meiner Mutter, findet diese Kisten furchtbar. Aber gut. Ja, jeden, den ich bisher befragt habe. Es also nicht jeden, den ich kenne, weil ich habe da noch gar nicht so viele Leute befragen können. Aber es ist einfach so ein Ding von, ja, sie findet sie toll, ich nicht. Ja, dann vorgestern ist dann Folgendes passiert. Der Kleiderständer, auf dem immer unsere Kleider, also vor allem Mamas Kleider, eigentlich bei mir war es nur sehr wenig. Wenn es hochkommt, 10 Kleiderstücke. Das war die Bluse. Ach, ich rechne jetzt nicht, aber auf jeden Fall. Von mir waren es 10 Sachen und das Schwerste waren ein Pullover, Jacke, eine graue. Und der Rest war eigentlich alles so, ich wieg nichts. Und der Rest, und meine Mutter, die hat da halt wirklich Hosen hingehangen, die so Kilo wiegen gefühlt. Also sie ist ja sehr groß gewachsen und ja, dadurch braucht sie natürlich auch viel mehr Stoff. Und wenn sie dann Jeanshosen dahin hängt, so um die 5, 6 Stück oder so, dann kann sein, dass dieser Plastikbomber einfach platt zusammengekracht ist. Und jetzt müssen wir da gerade ein ganz großes Stück zurückgefallen, weil jetzt muss Mama erstmal gucken, wo sie das Zeug hin tut. Dann hat sie noch einen großen braunen Schrank, der am besten jetzt lieber morgen als heute, also lieber gestern als morgen dann abgebaut werden sollte. Hey, ja, dann habe ich eine Menge Unterbettkommoden, die aber alle Klamotten sind. Also der Kleiderschrank müsste dann auch irgendwann hin. Aber das Problem ist, solange die PCs noch da unten stehen und so und der Turm, kann ich da keinen Kleiderschrank aufbauen, weil den kann ich ja nicht öffnen, nichts tun und so weiter. Und oh, ja. Das sind zwar so die kleinen problematischen Geschichten. Und dann ist natürlich die Frage, ich habe dem Schreiner geschrieben und der hat gesagt, er kommt Anfang Juni. Heute haben wir den 4. Juni, also Sonntag. Könnte also sein, dass der dann auch innerhalb der nächsten Woche anruft und dann müsste ich alles, was ich jetzt kunstvoll geschoben habe, das mal halbwegs eine Platz hat, auch wieder wegschieben. Das ist gerade schwierig, richtig schwierig. Also im Moment ist so die Frage, wo schiebe ich was, wie, wann hin? Und wenn ich was schiebe, dann schiebe ich es gleich oder schiebe ich später? Und wenn, dann ist die nächste Frage, kann man es nicht auch verschieben? Oh Gott. Also, das macht wirklich, wirklich fertig. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich total erschöpft bin und auch gerade echt gar keine Lust habe zum Räumen. Aber mir ist durchaus bewusst, dass ich noch viel mehr räumen muss.
Das ist so das Ding, wenn ich so sehe, was da. Also im Moment sind wir noch Anfängerräummodus, weil wenn ich rechne, also wir müssen noch eine Kommode verschieben, wir müssen zwei kleine Schränkchen verschieben, wir müssen noch die Kisten irgendwie, also mit der Kiste müssen wir uns was einfallen lassen. Wir müssen meine ganzen Unterbettkommoden und das Zeug alles noch verschieben. Und wenn das dann fertig ist, dann kann man erst die Wand an die Wand ran. Gefühl. Aber vielleicht, nee, das schafft man nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man unter die Kommode so Stoffpöppel machen und dann schiebt sie es leichter. Aber die Kommode lässt sich sicher nicht leichter schieben, weil die besteht aus einer riesengroßen Steinplatte. Wisst ihr was? Ich beende das Video an dieser Stelle und dann zeige ich euch bei meinem nächsten Video mal den Salon. Er ist noch nicht mal ansatzweise fertig. Er ist jetzt gerade mal, sagen wir mal, 1% fertig. Und ich weiß, das ist, was jetzt, also der Anblick ist noch schockierend, aber er ist schon weniger schockierend als noch vor 4 Wochen. Also das ist so das Ding. Ich habe da die Verhältnismäßigkeit. Ihr seht das jetzt das erste Mal und ja. Gut, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao.